in Tokio. Und meine Verwandte, väterlicher Seite, das heißt meine Großmutter und meine Onkel sind an Hiroshima-Atombomben gestorben. Je suis né et j'ai grandi à Tokyo. Ma famille habite toujours là. Des membres de ma famille sont morts dans le bombardement d'Hiroshima. Ja, wenn wir daran denken, dass wir Hiroshima erlebt haben, aber so weit kommen lassen haben, dass dann Fukushima-Unfall passieren müsste, und Fukushima-Unfall, möchte ich betonen, ist kein Naturkatastrophe wegen Tsunami oder Erdbeben. Das ist einfach ein gesellschaftliches, politisches Versagen, das wir Japan als Mitläufer zugelassen haben. C'est incroyable qu'après un accident comme une catastrophe comme Fukushima a pu se produire. Ce n'est pas quelque chose de naturel qui a comme un tremblement de terre. C'est une question sociétale et politique. Ja, von daher ist es sehr, sehr wichtig, klar zu machen, Atomkraftwerk, das ist keine Frage nach einer Energiequelle, keine Frage nach der Energiewende. Das ist einfach ein System, egal in Japan oder in Belgien oder in Frankreich oder in China, die Menschen, die einzelnen Bürger unterdrückt. Das ist ein Unterdrückungssystem gegen die Freiheit der einzelnen Menschen. La question du nucléaire n'est pas une question d'énergie ou d'électricité ou de moyens de produire de l'énergie. C'est aussi un système opprimant qui écrase les gens, qui écrase les citoyens et qui écrase notre système démocratique. Warum ich das da hier? Also ich habe da einen anderen Text vorbereitet, aber als ich dann mit Ihnen ja, unterwegs war, hierher kamen mir immer wieder die Gedanken, warum haben wir das zugelassen, Fukushima? Und Sie haben noch Chancen, ja, in Europa, in Belgien, die Zukunft selber zu gestalten. Wir Japaner, ja, wenn wir auch jetzt gegen Atomkraftwerk arbeiten, wir arbeiten aufgrund der Verzweiflung, aus der Verzweiflung. Sie können noch für die Hoffnung arbeiten. J'avais préparé un tout autre speech, mais voilà, ça c'est l'idée qui me vient. Nous, au Japon, en résistant au nucléaire, nous travaillons dans le désespoir. Vous avez la chance, vous êtes avant la catastrophe, vous pouvez travailler avec l'espoir. Vous avez les moyens devant vous. Gut. Danke schön. Aber die Hoffnung ist so grundlegend für unser Leben. Und heute bin ich dann ja aufgestanden, gesagt, ich habe wirklich Schwierigkeiten manchmal vor den europäischen, deutschen Kollegen zu sprechen, weil die Betroffenheit ist anders. Aber trotzdem habe ich gesagt, ich will heute hier sprechen, indem wir zeigen, dass sie auch hier gegen ihre AKW arbeiten, aber dass sie auch dann an die Tragödie, an die Kinder der Fukushima die nächsten 10, 20 Jahre mit so hohen Dosis leben müssen, dass dann ihre Mütter auch Angst haben, dass dann ihre Kinder krank werden an Krebs. Von daher dachte ich, sie könnten mit nach dem Ende der Rede zusammen nach Japan Mut schicken. Ne? Ganz schwierig ist das dann, wenn man dann so in der schweren Zeit und Situation lebt, sich alleingelassen fühlt. Das ist der Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte heute mit Ihnen sprechen und dann eine gemeinsame Aktion machen. Je n'avais pas le temps de venir ici. Je me suis libéré parce que j'ai des pensées pour les enfants qui doivent vivre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans. Avec des doses radioactives supérieures à celles qui sont admises généralement pour des travailleurs du nucléaire. Aux mères de ces enfants qui se tracassent tous les jours, aux pères de ces enfants qui ont perdu leur boulot et qui se tracassent. C'est pour ça que je suis venu ici et je voudrais leur donner un peu de courage, un peu de consolation. Et pour cela, je vais vous demander de scander quelques mots en japonais avec moi.
Je vais vous dire lesquels. Ja. Die Menschen in den evakuierten Orten in Japan wurden entwurzelt. Les gens dans les zones évacuées sont déracinés. Aber Entwurzelung hatte aber längst bei uns allen vorher begonnen. Auch wir sind heute entwurzelt in unserer Existenz, in den menschlichen Grundwerten wie Achtung vor Leben, in der Wahrnehmung der Natur, der Respekt vor Fremden, in der Fürsorge füreinander. Nous sommes aussi déracinés dans nos valeurs, dans le respect pour la nature, le respect pour les étrangers, le respect les uns pour les autres. Auch entwurzelt sind wir heute mit unserer Überschätzung des menschlichen Vermögens und unserer eigenen Maßlosigkeit. Der Widerstand gegen AKW ist heute auch ein Versuch, zu diesen verlorenen gegangenen Wurzeln zurückzukommen. La résistance contre les centrales nucléaires, contre les réacteurs, est aussi une tentative de revenir à des valeurs humaines. Ja, es ist auch eine Bewegung, die uns in die Achtsamkeit, vor Menschen und Natur zurückführen sollte. Cela doit aussi nous ramener vers l'attention qu'on doit faire, les soins qu'on doit prendre les uns des autres. On doit retourner à des valeurs humaines. Also trotz allen Schwierigkeiten und auch der Tragödie in Japan möchte ich sagen, dass die Zukunft an sich in unseren Händen liegt. Wenn der Weg dorthin auch ungemein schwierig ist, das wissen wir alle, trotzdem soll unsere Zukunft heißen, frei von Atomkraft und frei von permanenten Zerstörungswahn. Nous pouvons prendre notre sort en nos propres mains. Le chemin sera difficile, mais nous allons arriver à un avenir sans nucléaire et sans peur des catastrophes. Ja, so bitte ich euch, ja, einmal auch unsere Einstellung deutlich machen und unsere Stimmen zusammen nach Japan zu schicken. Und die Veranstalter haben freundlicherweise ganz großartig vorbereitet und ich versuche mit ihnen auch ein Sprechwort zu machen für Japan. Ce que nous allons faire maintenant est enregistré et sera envoyé au Japon pour aider les gens à surmonter les épreuves. Le texte est affiché des deux côtés de la tribune. Je vais vite le traduire. Ja, soll ich sagen? Dame, Genpats? Non nucléaire, Kernenergie. Yame yo, Genpats? Arrêtez le nucléaire, gedam mit Kernenergie. Akan, Genpats? Cela ne marche pas avec le nucléaire, Kernenergie werkt nicht. Ja, dann, wir wollen jetzt versuchen, unsere Stimme zusammen nach Japan zu bringen. Also zusammen bitte lauter, ich sage vor. Dame, Genpats! Dame, Genpats! Yame-yo, Genpats! Yame-yo, Genpats! Akan, Genpats! Akan, Genpats! Dame, Genpats! Dame, Genpats! Uso, Anzen! Uso, Anzen! Ja, Dats, Genpats! Ja, Dats, Genpats! Nippon, das Genpats! Nippon, das Genpats! Kibo Nippon! Kibo Nippon! Gamba Nippon! Gamba Nippon! Gamba Belgien! Gamba Belgien! Gamba Deutschland! Gamba Deutschland! Gamba Niederland! Gamba Niederland! We will change! We will change! Wir stehen für unsere Zukunft mit eigener Kraft. Wir stehen auf unsere Alors vous avez tous entendu parler des stress tests d'Electrabel.